Hallo zusammen, ich bin es mal wieder und willkommen zur weiteren Besprechung von Homeland Staffel 8, der leider finalen Staffel von Homeland. Und nun haben wir auch schon die 10. Episode hinter uns und es sind nur noch 2 Episoden. Man glaubt es nicht. Aber am 26. April, wenn ich richtig gesehen habe, ist das Ganze für immer vorbei. So traurig das Ende auch sein mag und was auf uns noch zukommen wird, so großartig ist jede Woche die neue Erkenntnis, die eigentlich schon vorhandene Erkenntnis. Diese Serie ist was Besonderes und sie zeigt es einfach jede Woche immer, immer, immer wieder. Auch in dieser Folge passiert nicht allzu viel, aber was passiert, ist so durchdringend, ist so zähneknirschend, nur irgendwie hinnehmbar. Man kann auch als Zuschauer irgendwie sich dem nicht erwehren. Das ist so emotional einfach nur packend. Ich muss wirklich sagen, und ich fange direkt mit dem absoluten Highlight an, das ist leider wirklich die Szene, ja, die möchte man nicht sehen. Klar, wenn man über eine terroristische Vereitelung spricht oder wenn es um eine CIA-Agentin geht oder generell um Nahen Osten, dann sind natürlich solche Szenen in Homeland schon zu erwarten. Ja, also Selbstmordattentat ist etwas, was wir schon des Öfteren in der Serie zu Gesicht bekommen haben, nur diesmal hat es mich extrem zerstört, wenn ich ehrlich bin. Zu sehen, wie dieser Vater, der frühere Berater des, von Haqqani, von Jalals Vater, also sprich Berater, man kann vielleicht auch sagen, einfach einer der wichtigsten Figuren innerhalb der Taliban über Jahrzehnte, dass er von einem, ja, kleinen Bengel, der sich bis jetzt nie was groß getraut hat, der eher immer so einen auf unsicher und schüchtern gemacht hat und jetzt auf einmal meint, den großen Macker markieren zu wollen, dass der dazu getrieben wird, nein, dazu gezwungen wird und hier sogar irgendwie mit dem Tod der Kinder und der, ja, seiner Frau in dem Sinn gedroht wird, das ist schon heftig. Und als guter Zuschauer, als jemand, der gut aufgepasst hat, war es klar, dass, wenn das heißt irgendwie Select a Driver, irgendwie so nach dem Motto, such du den Fahrer aus. Es war von vornherein klar, dass es hier um eine Machtdemonstration geht. Es geht einfach darum, dass Jalal sich noch mehr als der große Taliban-Anführer eben präsentieren kann. Und wie macht er das? Indem er nicht sich in den Krieg schickt, in dem Sinne, mal abwarten, ob das überhaupt noch so weit kommt, sondern indem er einfach wieder irgendwelche nicht loyalen, in seiner oder aus seiner Sicht irgendwie gesehen, nicht loyal Anhänger irgendwie in den Tod schickt. Aber wie das Ganze aufgebaut ist, dramaturgisch, ist so 1A und weil es so gut ist, ist es auch so unfassbar hart. Also du siehst halt wirklich erstmal, dass er dazu gezwungen wird. Dann siehst du, wie er noch ein Video aufnimmt für seine Frau. Und dann siehst du einfach auch diese Angst in seinen Augen. Das ist auch so gut geschauspielert. Das hat er so gut rübergebracht. Wer auch immer der Schauspieler ist, ist auf jeden Fall jetzt kein Bekannter. Also ich kenne ihn auf jeden Fall nicht. Und trotzdem kann man das Ganze ja nicht irgendwie, man kann ja nicht sagen, ja, aber er tut einem leid. Es ist halt immer noch ein Selbstmordattentäter. Ja, er wird dazu gezwungen. Okay. Aber er hat jahrzehntelang, hat er als Taliban Mitglied eben genau so etwas gemacht. Das heißt, jetzt so nach dem Motto, ja, das ist ja ein armer Mensch, irgendwie, der tut mir leid, das ist auch nicht angebracht. Das ist auch nicht das, was die Serie zeigen will. Die Serie will nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden, sondern die Serie will zeigen, was passiert, wenn eben im Nahen Osten solche Situationen, solche kriegsähnlichen Zustände eben vorherrschen. Und Jalal, ob der jetzt nun mal eine wichtige Figur wird in den nächsten beiden Folgen oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Denn es geht gar nicht um Jalal, es geht auch nicht um die Taliban. Es geht vielmehr darum, dass einfach die Amerikaner überfordert sind.
dass die alten Mechanismen, wie ich es gesagt habe in der letzten Folge, einfach nicht mehr greifen. Das, was früher irgendwie nochmal unter Kontrolle zu bekommen war, kriegt man nicht mehr unter Kontrolle. Statt Frieden kommt jetzt genau, ja, der Gegensatz in dem Sinne auf die Bevölkerung zu. Nicht nur in Pakistan und in Afghanistan, sondern eben auch in den USA. Es wurde auch des Öfteren in der Serie gesagt, dass die Amerikaner keinen weiteren Krieg wollen. Und trotzdem sieht die US-Regierung es ja scheinbar für notwendig, hier mit dem Krieg zu drohen und wundert sich dann, dass die Pakistani in dem Sinne dann mit Nuklearwaffen drohen als ihr Abschreckungsmittel. Also wir sind hier wieder in neorealistischen Überlegungen angekommen. Aber gut, das kann ich gleich noch ansprechen. Was ich so gut an dieser Szene finde, ist, dass du nicht siehst, wie einfach ein Auto in diesen Bus rast und es dann zu der Explosion kommt, sondern du siehst alles davor. Du siehst, wie der Selbstmordattentäter, der in vielen Serien oder auch Filmen dann irgendwie vielleicht nur kurz gezeigt wird, der eher so eine Randfigur darstellt, wie auch er nicht wirklich das möchte. Und trotzdem kann man hier nicht wirklich Mitgefühl haben, also zumindest nicht in der Form, wie es vielleicht angebracht ist. Dafür ist es eben immer noch ein Selbstmordattentäter, wenn das vielleicht nicht in dieser Situation ist, aber früher war er es eben unter anderem. Weil er hat zumindest dafür gesorgt, dass es zu diesen Anschlägen kam. Aber du siehst eben, wie er dann mit dem Auto noch wartet, wie er sich verabschiedet. Und jede Minute, die in dem Sinne hier etwas langsamer verläuft, erhöht den Druck. Erhöht den Druck auch auf uns als Zuschauer. Es geht darum, dass es einfach ein Spannungsaufbau, der hier ins Nonplusultra getrieben wird. Und wir wissen, dass genau das passieren wird. Wir wissen, das wird nicht mehr aufzuhalten sein. Wir wissen, die Menschen werden sterben und auch er wird sterben. Aber es geht eben nicht darum, wie eben in vielen anderen Serien einfach, dass das Ganze so Mittel zum Zweck ist oder dass es das ein bisschen dargestellt wird. Es geht darum zu zeigen, was es bedeutet, wenn es zu einem Selbstmordattentat kommt. Und genauso wie Homeland an sich sich ja auf mehrere Seiten eben fokussiert, auf ja, mehrere Seiten, also auf beide Seiten der Medaille, wenn man so will, sieht es eben auch hier aus. Wir sehen nicht nur eben die Sichtweise und wir spüren nicht nur die Sichtweise des früheren Beraters von Arcani, ja, seines strengsten Vertrauten, wenn man so will. Und wir sehen nicht nur, dass er wirklich hier um sein Leben kämpft, sondern wir sehen eben auch, dass, und das ist einfach so gut aufgebaut, dass das alles in dem Sinne schon so gut wie sicher ist, dass du dann halt wieder, ich meine, das ist ein bisschen klischeehaft, weil das in vielen Filmen und Serien der Fall ist, aber wir sehen wieder, wie dann einer der Special Ops dann sagt irgendwie, we're nearly home oder so, oder nach dem Motto, wir sind gleich zu Hause, es ist nicht mehr weit. Und das ist halt umso tragischer, weil du weißt, diese Menschen werden sterben. Und sie freuen sich aber noch gerade auf ihre Liebenden oder was auch auf ihre Liebsten, auf ihr Heimatland, was auch immer. Sie freuen sich darauf, einfach aus Afghanistan rauszukommen oder aus Pakistan in dem Fall. Und wir als Zuschauer haben aber schon dieses Wissen, dass diese Menschen sterben werden. Nicht nur, dass der Attentäter sterben wird, sondern dass diese Menschen sterben werden. Und die Frage ist natürlich, was ist mit der CIA-Angestellten, die ja in dem Sinne jetzt schon des Öfteren von Carrie ja, verraten ist vielleicht falsch, aber zumindest von Carrie hinters Licht geführt worden ist. Wird sie auch sterben? Das wäre natürlich sehr, sehr traurig und würde auch wirklich so ein bisschen zynisch sein, weil sie ja unbedingt wollte, vielleicht auch, weil sie eben Angst hatte, dass nochmal irgendwas schief geht, wollte sie unbedingt dabei sein und es wäre natürlich jetzt sehr, sehr traurig und dramatisch und irgendwie auch wirklich zynisch, wenn sie, um ja, sicher zu gehen, dass alles gut abläuft, am Ende dann mit stirbt. Aber mal abwarten, vielleicht ist das auch nicht der Fall. Ich glaube eher nicht. Ich denke, dass es eher, dass sie es überleben wird. Aber das ist definitiv für mich das absolute Highlight. Die Folge war gut bis dahin. Aber die Folge war eben auch. Nein. Ach Gott, mein iPad. So, sorry dafür. Die Folge war gut bis dahin, aber sie war eben auch nichts
Weltbewegendes. Wir haben das jetzt gerade in den letzten Folgen des Öfteren gesehen. Es ging ja vor allem hier um Carrie. Aber dieser Moment, diese Minuten vor dem eigentlichen Aufprall, vor der Explosion, dieser Spannungsaufbau, der hat mich als Zuschauer so mitgenommen und als Serienliebhaber von Homeland hat er einen noch einmal darin bestärkt, wie gut diese Serie einfach ist. Viele andere Serien hätten einfach gezeigt, das ist der Attentäter und in, sagen wir mal, 30 Sekunden fährt er einfach mit dem Auto drauf zu. Du siehst die Explosion und du hast mitbekommen, es ist eben zur Explosion gekommen, zum Attentat und es waren die Taliban. Aber diese Serie nimmt sich die Zeit, um mal wieder hier andere Blickwinkel zuzulassen. Und aus diesem Grund verstehe ich auch des Öfteren nicht, warum oft gesagt wird, ja, Homeland ist irgendwie ja eher so eine sehr patriotische Serie. Nee, ist sie eben nicht. Ich würde sagen, Homeland ist das, was in dem Sinne, wenn man davon spricht, dass zum Beispiel 24 sowas wie ein Kriegsfilm sein sollte, also sprich, dass es eher ja, eher so in gewisser Weise verherrlichend ist. Homeland ganz im Gegenteil. Es ist eher ein Anti-Kriegsfilm. Es ist eher eine Anti-Kriegsserie. Es ist eher eine Anti-Geheimdienstserie. Denn sie zeigen immer wieder, was es bedeutet, Teil dieses Systems zu sein und Teil dieser Konfliktparteien. Und dass es hier einfach kein Gut und Böse gibt, dass du hier nicht in die Guten und die Bösen unterteilen kannst. Dass es nicht den guten amerikanischen Präsidenten gibt und den bösen pakistanischen Präsidenten oder afghanischen Präsidenten. Und dass es auch nicht hier die bösen Taliban gibt und die guten Taliban, sondern dass Haqqani noch Jahre zuvor, das haben wir selbst gesehen, zwar in der pakistanischen Staffel, die in Islamabad gespielt hat, der ist so über Leichen gegangen, der hat so viele Menschen auf brutalste Art und Weise zumindest vielleicht nicht getötet, aber so unter Druck gesetzt und teilweise auch wirklich dann eben umgebracht. Aber er hat sich eben gewandelt und genau das ist das, was die Serie eben zeigt. Es gibt nicht das, wie es mal war und wie es immer sein wird, sondern es gibt etwas, was zu dem Menschsein dazugehört. Es gibt so etwas wie Entwicklung, wie Veränderung. Und genau diese Szene, dieses Warten auf diese Explosion ist genau das, was Homeland für mich so auszeichnet. Es geht nicht darum, Style over Substance, einfach nur schöne Action zu haben. Ja, dass da schöne Drachen wie in Game of Thrones in der letzten Staffel rumfliegen. Ja, das sieht toll aus und das ist halt wirklich von der Technik her beeindruckend. Aber es geht einfach darum, dass der Stil nicht über der Substanz liegen darf. Die Story ist immer das Primat dieser Serie. Und das war es immer und das wird es hoffentlich auch nächsten 2 Folgen noch sein. Und genau aus diesem Grund ist auch diese Folge wieder so stark. Sie hat jetzt eine 9,0 auf IMDb. Und klar, am Anfang ist immer ein bisschen eine bessere Bewertung. Das dauert immer ein bisschen und in den nächsten Tagen wird es mir ein bisschen abnehmen. Aber ich denke mal, die wird sich so bei 8,6, 8,7 bestimmt irgendwie einpendeln. Aber genau wegen dieser Szene ist diese Folge für mich so stark, weil es sich hier einfach wieder Zeit genommen wird, weil es hier eben nicht in diesen Klischees gedacht wird. Es gibt hier einfach nicht die Bösen und die Guten. Und jetzt kommen wir mal weg von der Szene, jetzt kommen wir mal, da habe ich viel zu lange drüber gesprochen, aber das war mir wichtig, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Szene gewesen. Jetzt kommen wir mal zu der Dramatik rund um Carrie Masterson. Carrie weiß langsam nicht mehr weiter. Sie hat einfach keine Kontrolle mehr über das, was gerade passiert. Und weil sie das verstanden hat, nimmt sie sogar etwas in Kauf, was sie früher niemals irgendwie gemacht hätte. Nein, sie stellt sich selbst. Jetzt kann man sagen, ja, aber es ist ja nichts Besonderes, weil erstmal kommt sie nur in die USA und wer weiß, ob sie denn überhaupt ins Gefängnis kommt. Es geht gar nicht darum, dass sie ins Gefängnis geraten könnte, sondern aus ihrer Sicht ist dieses sich stellen so etwas wie die eigene Unprofessionalität, das eigene in dem Sinne nicht können auszusagen. Das heißt, wenn sie sich stellt, ist es sowas wie das eigene Versagen.
Aber sie sieht keinen anderen Ausweg mehr. Warum? Weil es auch in dieser Folge zu einem Story-Twist kommt, mit dem ich so nicht gerechnet habe. Und das werden viele Zuschauer so nicht gedacht haben. Denn Evgeny will ganz genau etwas mit dieser Black Box, mit diesem Flugschreiber, dem Flight Reporter, ganz genau etwas bezwecken. Und zwar geht es jetzt darum, dass in dem Sinne ein Asset, also sprich ein Agent, ein eingeschleuster Agent, eine sogenannte Undeclared, Source oder so, also sprich eine unbestätigte oder undeklarierte Quelle, sage ich mal, also ein Asset, ein Agent, dass dieser gerade im Kreml wohl vorhanden ist und seit Jahrzehnten wohl auf höchster Ebene Informationen an die Amerikaner eben abgibt. Das heißt, wir sprechen hier wahrscheinlich von, wenn es diese Person wirklich gibt, von dem Besten, was Saul jemals vielleicht sogar in seiner Karriere hinbekommen hat. Wenn über Jahrzehnte jemand Informationen direkt aus der russischen Führungsebene in dem Sinne rausgibt an die Amerikaner. Und in diesem Moment, muss ich wirklich sagen, bin ich auf Evgenys Seite. Und vor allem, wie der Schauspieler es rüberbringt, ist so gut. Auch hier haben wir nicht mehr dieses klare, ja, die bösen Russen und die guten Amerikaner, sondern hier haben wir, ja, Saul hat seit Jahrzehnten jemanden da sitzen und diese Information, die diese Person, wer auch immer es sein mag, an die Amerikaner weitergibt, ist das, warum unser Land, unsere Regierung zu leiden hat. Und es geht gar nicht mal darum, dass es hier um militärisch geht oder um geheimdienstlich, sondern es geht eher um das Gefühl, dass die russische Regierung in dem Sinne hier untergraben wird. Und das auf allerhöchster Ebene. Das ist die größte Demütigung, die in dem Sinne die russische Führung erleben kann. Und so wie es Evgeny, also der Schauspieler hier, rüberbringt, muss ich wirklich sagen, ist das einfach, da will man auch als Zuschauer sagen, irgendwie verstehe ich euch. Denn das ist ja schon einfach fies. Ja? Die bösen, bösen Russen, aber dann seit Jahrzehnten Informationen weitergeben. Und Carol wiederum weiß jetzt nicht, was sie machen soll. Sie will Saul nicht hintergehen. Aber auf der anderen Seite, was soll sie machen? Denn ohne diese Blackbox ist sowieso alles dahin. Nur, und das ist jetzt das Zynische und das ist wiederum das Allerbeste an dieser Folge, ist natürlich diese Darstellung, wie es zu dem Anschlag kommt, worüber ich gerade die ganze Zeit gesprochen habe. Aber vielmehr dieser Zynismus, dass selbst wenn Carrie es rausbekommt, selbst wenn der Flight Reporter vielleicht sogar wirklich von den Russen an die Amerikaner übergeben wird, die Blackbox, ob das wirklich noch einen Unterschied macht. Denn die Taliban, auch wenn es den Abschuss des Helikopters nicht gegeben hat, weil Jalal in dem Sinne sich hier eher darstellen will und als den großen Macher eben publizieren möchte, oder nicht publizieren, darstellen ist zu wenig irgendwie. Also er möchte sich als den großen Macher in dem Sinne schauspielern, wenn man so möchte. Also einfach als das, was Haqqani als sein Vater in dem Sinne damals immer war, als der Große, als der, der die Taliban vereint hat im Kampf gegen die Feinde, wenn man so will. Aber auch wenn das nicht passiert ist, auch wenn Jalal hier gelogen hat, wen interessiert das denn am Ende? Am Ende spielt das einfach keine Rolle. Und warum? Naja, weil wenn dieses Rad einmal in Bewegung ist, wenn es also zu Aktion, Reaktion kommt, und wir müssen jetzt nicht unbedingt hier nuklearpolitisch denken, sondern es geht jetzt einfach darum, dass wenn es zu solchen Handlungen kommt, wird es zu Gegenreaktionen kommen. Und dadurch, dass die Taliban jetzt diesen Anschlag verübt haben, ist es auch aus Sicht des US-Präsidenten fast unmöglich, selbst wenn der eigentliche Tod des früheren Präsidenten nicht durch die Taliban stattgefunden hat, das irgendwie noch abzuändern. Denn der, ich glaube, Zabel heißt er, also dieser neue Berater da, dieser Hardliner,
Ich glaube, der wird den, also Präsident Hayes auch wieder hier umstimmen können. Selbst wenn der sagt, ja, aber wir waren es ja gar, oder sie waren es ja gar nicht. Das ist eigentlich jetzt zu spät in dem Sinne. Das spielt keine Rolle mehr. Ja, also alia jacta est. Die Würfel sind nun mal gefallen und die Frage ist jetzt halt, ob es jetzt noch irgendeinen Unterschied macht, ob Carrie jetzt noch irgendwas rausfindet oder nicht. Weil aufzuhalten ist das Ganze, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, es ist fast unmöglich, es aufzuhalten. Denn gerade jetzt durch den Anschlag sieht es ja wieder so aus, dass die Taliban zwar etwas versprochen haben, so nach dem Motto, als ja, letzte mögliche, ja, also als ein, eine nette Botschaft, wie soll man es sagen, ein auf die Amerikaner zugehen in dem Sinne. Aber es interessiert es, wenn diese Menschen, die hier in dem Sinne in die USA gelangen sollten, jetzt eben tot sind durch einen Taliban und die Taliban in dem Sinne jetzt so aus Sicht der Amerikaner von den Pakistan eben gedeckt werden. Und von daher weiß Kerry auch, und ich glaube zu dem Zeitpunkt, nee, genau, das weiß ja nicht, das wird sie erst hinterher erfahren haben. Egal, was jetzt am Ende bei rumkommt, ich glaube, es spielt fast keine Rolle mehr. Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich das, was jetzt mit den Russen zu tun hat, oder was damit auf sich haben wird, ob das überhaupt noch für das große Ganze am Ende irgendwie noch was bringt. Ich persönlich glaube, dass wir uns so langsam aber sicher auf ein eher trauriges, dramatisches, unzufriedenes Endergebnis einstellen müssen. Es wird nicht diese Situation kommen, da bin ich langsam immer mehr von überzeugt, dass Carrie nach Hause kommt und ihre Tochter nochmal schön in den Arm nimmt und alles gut ist. Ich glaube, dass es immer mehr darauf hinausläuft, und das habe ich auch gerade in einem Comment gelesen da auf YouTube. Ich glaube, wir müssen uns langsam mit diesem Szenario befasst machen und darauf auch irgendwie selbst irgendwie vorbereiten, dass Carrie vielleicht sogar am Ende vielleicht nicht sterben, aber vielleicht ins Gefängnis geraten wird. Dass es auf jeden Fall kein Happy End gibt. Dass es eher so sein wird, dass sie am Ende alles in ihrer Macht getan hat und in dem Sinne das Schlimmste noch doch noch irgendwie vereitelt hat, wie auch immer das aussehen mag. Nur am Ende ist sie eben diese, sie mit, im Amerikanischen, oder ich glaube in der Serie wird auch gesagt, irgendwie without credibility, also ohne Glaubwürdigkeit. Das heißt, selbst wenn sie das Allerbeste des Besten geschafft hat, sie wird dafür keinen Credit erhalten. Sie wird dafür nicht gelobt werden oder was auch immer. Ich glaube, wenn, läuft es eher darauf hinaus, so ein bisschen wie das Ende von Sergeant Brody. So wie Sergeant Brody schon vieles Gutes, aber auch vieles Schlechtes im Leben in dem Sinne halt umgesetzt hat und auch einfach getan hat. So sieht es ja bei Carrie ähnlich aus. Carrie hat auch viele Scheiße gebaut. Viel, viel Mist hat sie gebaut. Und immer wieder in dem Sinne als nach der Idee, nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Und ich glaube, das ist so etwas wie eine also eine wohltuende Abschlusssituation, Abschlussszene, glaube ich, wird es in der Form so langsam nicht geben. Da sollten wir uns darauf einstellen, es wird kein Happy End geben in dieser Serie. Da bin ich langsam davon überzeugt, das würde irgendwie nicht mehr passen. Vielleicht wird sie doch irgendwie am Ende doch irgendwie zufrieden sein, aber es wird kein Happy End, so wie es in anderen Serien vielleicht der Fall sein wird oder der Fall ist, geben. Die Frage ist, was passiert jetzt? Wir haben in dieser Folge haben wir vieles zu Gesicht bekommen und eigentlich ist nicht allzu viel passiert. Der Druck der Amerikaner auf Pakistan wächst, aber im Gegensatz der Druck der Pakistaner auf die USA wächst. Warum? Weil hier eben mit Nuklearwaffen gedroht wird. Anders gesagt, weil hier mit der Tötung von Tausenden von US-Soldaten gedroht wird. Das heißt, wir sind hier definitiv in einer Situation, aus der es Stand jetzt nicht so ein einfaches Entkommen gibt. Und wir sind in einer Situation, in der Saul auch keine Mittel mehr hat.
Wenn es darum geht, dass er mit den Russen sprechen soll, merkt man eben, ja, er kann noch irgendwie mit dem russischen Botschafter sprechen, aber die Russen sind hier einfach gerade in der besseren Situation. Sie sind diejenigen, die gerade Macht ausüben können. Und Saul ist mal wieder derjenige, der nichts machen kann. Der zwar seine ganzen offiziellen oder inoffiziellen Quellen hat, aber der einfach gerade nicht weiter weiß. Und wenn man sich jetzt darauf einstellen muss, dass Carrie irgendwie versucht rauszufinden, wer der Asset ist, also wer ist dieserjenige im Kreml, denn eine andere Situation, also eine andere Chance gibt, wird es nicht mehr geben. Es geht nur noch darum, dass die Frage aufkommt, ob Saul, falls es diese Person wirklich gibt, ob Saul diese Person aufgibt, um das Allerschlimmste zu verhindern. Aber zynischerweise weiß keiner, ob das am Ende, selbst wenn der Flugschreiber noch irgendwie in die amerikanischen Hände gelangen sollte, ob das am Ende wirklich die Situation nochmal entschärft. Einfach weil die Taliban durch diesen Anschlag jetzt in dem Sinne die mögliche Glaubwürdigkeit von Kerry immer weiter in dem Sinne, ja, auf den Boden in dem Sinne halt gerissen haben. Kerry ist jetzt ein möglicher russischer Spion und weil sie das verstanden hat, genau aus diesem Grund, weil sie nicht weiter weiß, lässt sie sich ja in die USA bringen. Denn sie weiß, das Einzige, was sie noch machen kann, ist, mit Saul zu reden, um vielleicht ihn doch noch zu überreden, dass er diesen Asset preisgibt, weil das die einzige Möglichkeit ist, um noch alles Schwere oder die mögliche Gefahr, die aufkommen könnte, in dem Sinne noch zu verhindern. Nur, wie gesagt, wer weiß, ob das überhaupt noch etwas bringt? Wer weiß, ob das, was jetzt gerade Carrie mit Saul wahrscheinlich in der nächsten Folge probieren wird, ihn so unter Druck zu setzen, nach dem Motto, wenn du es mir nicht sagst, dann ist das Ganze vorbei. Dann kommt es vielleicht sogar zum Nuklearkrieg. Und wir könnten es verhindern, aber du, in dem Sinne, du hältst zu sehr an deiner eigenen Arbeit fest, an dem, was in dem Sinne dich immer ausgemacht hat, so nach dem Motto, dir ist dein eigenes Wohl, deine eigene Karriere lieber als das, worauf es gerade ankommt. Und genau auf so eine Situation müssen wir uns einstellen. Carrie wird genau das versuchen. Sie wird versuchen, Saul so unter Druck zu setzen, irgendwie auch moralisch so anzugreifen, dass Saul irgendwie versuchen wird, das irgendwie. Dann weiß ich nicht, was Saul machen wird, aber Saul wird definitiv es nicht direkt preisgeben wollen. Denn wir wissen ja nicht, ob das überhaupt der Fall ist. Wir wissen nicht, ob das die Wahrheit ist, was die Russen hier sagen. Es kann ja auch sein, dass die Russen in dem Sinne jetzt auch hier nur Lügen verbreiten, um so in dem Sinne Carrie noch mehr zu destabilisieren. Aber das wiederum glaube ich nicht, weil Evgeny in dieser Staffel bis jetzt nicht einmal sowas wie die Unwahrheit gesagt hat. Alles, was Evgeny bis jetzt gesagt hat, ist so genauso gekommen. Er hat gesagt, so nach dem Motto, dass es nicht komplett Zufall war. Es war sein Plan, mit Carrie in Verbindung also mit Carrie wieder etwas zu tun zu haben. Aber es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie hier einfach nur gelogen hat und ein böses Spiel gespielt hat, sondern es ist einfach immer noch ein Geheimdienst aufkommt zwischen diesen beiden Großmächten. Und die Frage ist, was wird die nächste Folge bringen? Wovon man ausgehen muss, ist, dass irgendwas mit den Taliban passiert. Wahrscheinlich ein Angriff der Amerikaner auf die Taliban. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich glaube auf jeden Fall, dass Carrie alles versuchen wird, um Saul unter Druck zu setzen. Denn ich glaube, dass Carrie nur deswegen sich in dem Sinn gestellt hat, weil sie keinen anderen Ausweg mehr sieht als einzig das. Sie wird Saul versuchen zu überreden, wie auch immer, damit dann doch dieser Flugschreiber noch in die amerikanischen Hände geraten wird. Also dass der dort in die Hände gerät. Nur, ob es das am Ende
wirklich ausmachen wird. Oder ob es nicht vielleicht sogar am Ende genau dieser Zynismus ist. Jetzt hat Carrie alles getan. Vielleicht sagt sogar Saul wirklich, wer der Acid ist. Wer ist dieser Agent? Wer ist der auf der höchsten Ebene im Kreml, der die Informationen seit Jahrzehnten preisgibt? Vielleicht wird das alles genau so kommen. Nur am Ende ist es dann trotzdem so, dass es keine Rolle mehr gespielt hat, weil die Mechanismen hier nicht mehr greifen, weil alle Beteiligten, sowohl die amerikanische Führung als auch die CIA in dem Falle, aber besonders Carrie und Saul, einfach nicht mehr das können, was sie mal konnten, weil sich die Zeiten eben geändert haben. Das ist das, worauf ich mich immer mehr einstelle, dass wir so etwas haben wie eine zynische Situation. Eigentlich hätte es noch gut ausgehen können, aber die Situation ist so verschärft worden, eben auch aufgrund einer gewissen Arroganz, weil auch Carrie immer gedacht hat, sie kriegt das alles nur unter Kontrolle. Und nun ist dieses Rad eben in Bewegung geraten. Und ob man das nochmal aufhalten kann, das ist jetzt die große Frage. Ich persönlich glaube es nicht. Ich glaube, wir werden uns spätestens in der finalen Folge, in Folge 12, darauf gefasst machen, dass es zu kriegsähnlichen Szenen kommt. Ob wir wirklich sowas wie Nukleareinsatz sehen werden, das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Aber ich glaube, dass Carrie auf jeden Fall am Ende alles dafür tun wird, um das Ganze zu verhindern. Aber ich glaube, sie wird diejenige sein, die eben kein Happy End haben wird. Und ich glaube, ein Happy End würde gerade nach dieser Staffel Homeland auch nicht gutheißen. Also sprich, die Showrunner, glaube ich, würden das als nicht glaubwürdig, als unpassend für die Figuren ansehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es geht immer noch darum, was ist glaubwürdig, was passt zu der Serie und nicht, was passt zu der Sympathie der Zuschauer. Ich sage es fast in jeder Folge, aber es ist einfach so wichtig, es nochmal zu betonen. Es geht nicht darum, was schön ist. Ja, wir möchten sehen, wie Carrie wieder Franny im Arm hat. Wir wollen eine lächelnde Claire Danes sehen, eine zufriedene Carrie Masterson. Aber wir sollten uns darauf einstellen, dass diese Situation, dieser Moment in der Form so, glaube ich, nicht stattfinden wird. Sondern ich glaube, am Ende läuft es eher darauf hinaus, Carrie hat alles am Ende getan, was sie konnte, wird damit in gewisser Weise mit sich zufrieden sein, weil sie wirklich alles rausgeholt hat, was in ihrer Macht steht. Aber ein Happy End in dem Sinne, glaube ich, wird es nicht geben und würde gerade nach dieser Staffel auch einfach nicht passen. Deswegen, Leute, wenn ihr diese Serie genauso liebt wie ich, macht euch darauf gefasst, was in den nächsten zwei Folgen passieren wird, wird, glaube ich, alles übersteigen, was wir in den letzten Jahren in Homeland zu Gesicht bekommen haben. Ich bin davon überzeugt, dass das Finale das beste, vielleicht sogar die beste Folge, Homeland-Folge aller Zeiten sein wird. Denn auch wenn es jetzt wieder ein paar Folgen dieser Staffel gab, die so in gewisser Weise immer so ein kleines Downgrade waren, es gibt immer wieder in jeder Folge diese paar Minuten, dieser eine Moment. Und dieser eine Moment wird wirklich dann, dafür wird sich Zeit genommen, da wird nicht gerusht. Und dieser eine Moment, der macht eben dann teilweise auch jede Folge irgendwie aus. Und in dieser Folge 11, Folge 10, sorry, war es eben genau dieses Warten. Das Zuschauerwarten, das Warten des Zuschauers, der Figuren auf das Unvermeidliche in dem Sinne. Auf den Tod der Special Ops, des eigentlichen Attentäters selbst und der Soldaten oder was auch immer, wer auch immer da letztlich noch getroffen sein wird. Und dieses Warten, wir sind wirklich kurz vor der Explosion und wir wissen es, wir wissen als Zuschauer, es wird passieren. Wir können nichts machen. Ich als Zuschauer hätte so gerne irgendwie noch gesagt, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas müsst ihr tun, damit das nicht passiert. Aber Homeland macht diesen einfachen Schritt nicht.
Die machen nicht das, dass nach dem Motto, ja, das kann man dann doch irgendwie noch verhindern und das geht ja dann noch gut aus. In dieser Folge, in dieser Szene ist das nicht der Fall und das gilt für viele Szenen. Das gilt auch für die Szene, als Max einfach innerhalb von 30 Sekunden tot vorgefunden wird. Da gibt es keinen irgendwie Spannungsaufbau, da geht der einfach hin, der Jalal Haqqani, und erschießt ihn. Und genau aufgrund dieser Situation, jede Folge bis jetzt hatte immer diese besonderen Momente. Teilweise waren sie mal stärker, teilweise waren sie mal schwächer. Teilweise gab es sie öfter in der Folge, teilweise gab es sie weniger in der Folge. Aber jede Folge hatte diese eine Situation, diese eine Szene, die so viel Strahlkraft letztlich ausgemacht hat. Und ich gehe davon aus, dass wir in der 12., aber auch schon der 11. Folge, also in den nächsten 2 Wochen, viele von diesen Szenen bekommen werden. In diesem Sinne, macht es gut, bis zur nächsten Woche und ciao.